So. Ah ja. Dann überbrücken wir das doch mal. Wie, sind 5 Stück? Ist das ein Alarm? War der Einsatz noch nicht hoch genug für dich? Nö. Ah, ich weiß schon mal, wo die anderen sind. Okay, alles klar. Du musst dich beeilen. Ja, ich weiß. Hier habe ich doch schon alle gesehen. Wollte gerade sagen, da hinten war noch einer. Und der letzte ist da oben gewesen, ne? Genau, habe ich doch gesehen. Oder der vorletzte. Und der andere ist da drüben. Da muss ich rüberrutschen. Boah, gut, dass mir das, dass ich schon mal hier einmal rumgelaufen bin. Jetzt. Nein! Mann! Scheiße? Wuh! Was? Gott ist schwanger? Was? Ich verstehe immer nicht, was die sagen. Danke. Wow, das war ein guter Schuss. Das war ein richtig guter Schuss. Wow, gut. Ich bin jetzt echt gerade froh, dass ich die dabei habe. Ich habe da irgendwie die falsche Taste gedrückt. Ich hätte nicht Leertaste drücken sollen. Moment. Sie hat aber auch einfach die geilsten Sprüche, ganz ehrlich. Von all den Leuten, die ich so gefunden habe, ist sie die geilste. Ich sehe immer irgendwas von wegen, ja, das ist geil, das ist geil, das ist geil. Deck mich und sowas, ne? Richtig schön die versauten Sprüche. Und dann kommt irgendwie sowas wie, von wegen, ja, liebes Tagebuch, ich wäre heute fast gestorben. Achso, ich stehe hinter dem Schild. Ja, der Strom wird umgeleitet. Komm vorbei, um mich zu verabschieden. Alles klar. Auch das werde ich machen. So. Ja, ciao. Ist mir jetzt egal. Ich will gucken, was Larry macht. Oh, guck mal hier. Sehen wir es. Der ganze Strom geht zu seiner Hütte. Ach, heftig. Ach, heftig. So, Larry. Jetzt bin ich mal gespannt. Alter, du hast aber jede Menge Strom hier. Larry, wie sieht's aus? Die Zeit ist gekommen. Bist du bereit? Ja. Ich war's, bis ich die Generatoren reparieren musste. Dank dir werden Anne und ich die Galaxis retten. Ich weiß, was du denkst. Ich würde dich auch gern mitnehmen, aber das ist zu gefährlich. Anne wollte mich und nur mich. Und wir dürfen diese Mission nicht gefährden. Fühl dich nicht ausgeschlossen. Sei stolz auf deinen Erfolg. Du hast unserem Ziel gut gedient. Für dich bleibt nur noch, dir die Früchte deiner grandiosen Mitarbeit anzusehen. Okay, du musst nur noch für mich diesen Knopf da drücken. Auf dem Generator. Aber das war's dann. Schalte den Generator an. Das gibt's doch nicht. Scheiße! Sind doch komplett irre. Komm, warte mal, ich will aber. Ah, Mann, ist es nur noch das eine? Auto. Das gibt's doch nicht. Gibt's hier irgendein Fahrzeug oder sowas? Ich will dem jetzt nicht hinterherlaufen, oder doch? Eigentlich will ich für Larry den Generator anschalten, aber guck mal, das ist der letzte Konvoi und wir haben schon ja, zwei ausgeschaltet. Irgendwie, aber der eine fährt immer noch. Was irgendwie komisch ist. Mann.
Oh, guck mal, da brennt doch irgendwas. Gibt's denn hier kein Fahrzeug? Irgendwas? Komm, ich bin schneller als das Auto, oder? Bin ich tatsächlich schneller als das Auto? Wow, ich lasse schon wieder Larry im Stich. Es tut mir leid. Ich lasse mich schon wieder ablenken. Aber, guck mal. Gut. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Nee, warte mal. Ich habe eine Idee. Hoffentlich klappt das. Noch. Nee. Jetzt hätte ich jetzt Bock, irgendwie auf dich noch Rücksicht zu nehmen. Kommt der eine noch? Ja, so. Und jetzt haben wir hier ein Fahrzeug. Jetzt holen wir uns den letzten. So, und dann mache ich für Larry einen Generator an. Ja. So. Nee, wo ist der Konvoi? Jetzt ist der nicht weg, oder? Nein, der ist da vorne. Kann ich hier irgendwie rein? Wow! Wow, okay, das war knapper, als ich dachte. So, warte mal. Pass mal auf. Kriegen wir. So, das ist doch nur ein publiker Wagen noch. Sag mal, ich krieg den nicht. Das ist voll schwierig, irgendwie zu fahren und zu schießen. Ah. Hä? Was treffe ich denn da eigentlich immer? Oh, Scheiße. So. Haben wir jetzt eigentlich den einen Konvoi fertig? Ja, ne? Ich hoffe zumindest. So, du bist nun Zivilist. Okay, dann wollen wir doch mal. So, warte mal. Was machen die hier schon wieder für ein Chaos, ey? So, warte mal. Ich will mal kurz gucken. Wo ist denn die Mission? Ja. Wie viele sind es noch? Nur noch zwei. Alles klar, perfekt. Super, dann hat es doch geklappt. Dann machen wir jetzt hier schnell eine Schnellreise, bevor da irgendwie wieder alles explodiert. Und dann machen wir für Larry den Generator an. Ich glaube, der wird sich freuen. Der gute alte Larry. Alter, das ist schon wieder so ein Durcheinander. Dieses Spiel ist einfach, es ist mega geil, aber es ist auch mega das Durcheinander. Sprich mit Larry. Ich glaube, dann muss ich jetzt nochmal das Neue sprechen und dann den Generator machen. Ist gekommen. Bist du bereit? Ich war's, bis ich die Generatoren repariert. Ja, ich sollte das Escape drücken. Drück den Knopf am Generator und schick mich los. Ich bin gespannt, Larry. Larry ist wirklich weg. Nicht von dieser Welt. Wissenschaftlich bewiesen, Erfolg freigeschaltet. Magnopulser in Läden freigeschaltet. Ach du Scheiße. Es sind nur noch seine Schuhe da. Wie geil ist das denn? Was ist das für ein Gerät? Wow, sie fliegt voll weit. Warte mal, ich kann das an ihr testen, ne? Lol. Larrys Schuhe, Missionsobjekt. Okay. Oh, sehr nice. Oh, warte mal, das sind Gegner. Glaube ich. So wie das auf der Karte aussieht oben. Wo sind denn die? Sonst sind hier immer Gegner. Jetzt wollte ich die mal ausprobieren. Unterwegs gibt Deckung.
Ich weiß nicht, wie weit das Ding reicht. Ich sehe das Ziel. Hä? Hä? Wow! Ja, weiß ich nicht. Irgendwie ist das nicht meine Waffe. Ich weiß nicht, wie die funktionieren. Ich mag doch Sachen, die schießen. Lieber. Oh, das war ein Zivilist. Ups, das wusste ich nicht. Ach Mann, warum fällst du denn hin? Das war so weh. Danke für die Hilfe. Tod von oben. Pass auf. Mann, ey. Wieso soll ich dir denn helfen? Truck geplündert, ach geil. Raketenwerfermunition, sehr schön. Mann, ey, wie soll ich denn den kriegen? Ich will mal, wollte auch mal was ausprobieren. Warte mal. Ich habe da nämlich Videos gesehen auf YouTube und ich will mal gucken, ob das noch funktioniert, weil ich habe, glaube ich, noch keinen Patch runtergeladen bis jetzt. Eigentlich müsste das noch klappen. Pass mal auf. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier klappt mit dem. Ich erledige das schon. Ja, geil. Du bist doch ein Arschloch. Du bist doch ein Arschloch. Mann, ich wollte das Ding fahren. Mensch. Ach, die sind so ein Spielverderber, ey. Ah, da vorne ist noch eins. Wo ist denn dieser scheiß Typ jetzt? Komm mal her. Alter, wie nervig die sind. Ja klar, jetzt schießt man auf mich. Ich habe da nichts, um dich runterzuholen. Denn hier ist ein Flammenwerfer und ich habe mein komisches Ding dabei. Ah ne, das geht mit dem Wagen, glaube ich, gar nicht. Schade. Ernsthaft. Ernsthaft? Was ist denn das? Wie soll ich mich da... Jetzt ist der Wagen eh kaputt. Okay, ich hatte mal gesehen, dass wenn man Sachen reinfährt und die Luke zumacht, dass die dann wegfliegen. Was ist denn das hier schon wieder? Wie soll ich denn den besiegen? Hab ich doch keine... Ja, scheiße. Beidbeinig, genauso liebe ich das. Mach die Beine breit, Baby. Kannst du mich vielleicht retten, Rini? Ist nur so eine Idee. Ich meine, muss man nicht. Boah, die sind echt nervig, die Gegner manchmal. Sorry, so viel Spaß, wie das Spiel macht. Manchmal ist die Art und Weise, wie die mich mit Gegnern hier eindecken, echt eine Klasse für sich. Ja klar, jetzt bist du auch noch ein VIP da. Ich weiß echt nicht, wie ich den kriegen soll. Ist mir jetzt auch egal, ich gehe, tschüss. Fliege mir doch hinterher. Ich bin nicht das Ziel. Ich bin wer anders. Ja, lass den fliegen. Soll er fliegen, keine Ahnung. Ich finde es immer noch cool, dass Larry jetzt da oben ist bei den Aliens und die Welt rettet. Mein Bogen ist weg, ne? Da habe ich jetzt den Magnopulser, den ich echt nicht verstehe. Magno klingt wie magnetisch. Vielleicht ging das gegen den Feuer, aber der hatte doch auch Metall-Sachen eigentlich an. Das ist ein Satz, den ich schon mal gerne von dir hören wollte. Ich kriege mir nicht mal einen Fernseher damit kaputt. Kann ich mit dem hier schießen? Nee, ne? Schade. So, weißt du was? Wir fliegen jetzt nach Fall's End und dann beende ich hier die Aufnahme oder ich sterbe. Wo ist eigentlich Fall's End?
auch in der anderen Richtung. Weil das sind nämlich Leute, die mich verteidigen, weißt du? So. Du meinst mit dem Ziel, nicht mich. Mist. Ich hätte raussteigen sollen, oder? Hey, aber man kann nicht sagen, ich bin nicht in False End gelandet. Ach, schön. Ach, das ist doch bekloppt schon wieder. Aber das macht Spaß. Aber es ist bekloppt. Aber es macht Spaß. Aber es ist bekloppt. Aber es macht Spaß. So. Jetzt bin ich ja doch wieder hier. Nee. Einfach aus Prinzip jetzt nicht. So. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, dass wir in der nächsten Folge irgendwie da weitermachen mit dem Auto. Wir wollten ja das eigentlich schon mit dem Auto längst mal gemacht haben, dass ich da tatsächlich dann mal weitermache. Das würde ich tatsächlich gern machen, wirklich. Guck mal, du weißt noch. Ja, ne? Guck mal, er weiß noch was. Guck mal, den fragen wir noch mal schnell. Den Peggys ist es egal, wen sie holen. Ich hoffe, sie kriegen George nicht. Ich sage ihm ständig, er ist zu alt, um Soldat zu spielen. Aber er hört nicht auf mich. Kannst du nach ihm sehen? Ja, klar. Ich will nicht, dass ihm etwas passiert. Natürlich. George Wilson. Ist auch da oben. Jetzt erzählen sie mir von den ganz weit Leuten, die ganz weit weg sind. Tausend Dank. So, das verkaufen wir nochmal. Haben wir gar nichts. Gut. Moin. Wir machen in der nächsten Folge, tatsächlich kümmern wir uns dann mal um das US-Auto-Dings und vielleicht gucken wir mal hier bei Rays und Suns vorbei, dass wir da mal so ein bisschen was machen. Vielleicht noch das ein oder andere Prepper-Versteck hier oben. Die sind ja auch immer ganz lustig und wir kriegen immer genug Punkte. Wie viel haben wir denn da übrigens jetzt eigentlich? Schon wieder 7 Punkte. Ach du Scheiße, ich weiß gar nicht. Wow. Da überlegen wir das nächste Mal, wofür ich die ausgeben werde. Ansonsten hier haben wir noch ein paar Sektensachen. Da waren wir schon bei der Küche eigentlich fast gewesen, bei Grace Armstrong. Die würde ich wahrscheinlich sogar präferieren, weil wir die schon fast gerettet haben. Das war irgendwie so ein bisschen doof, dass wir weggegangen sind. Ansonsten. Es macht Spaß, auch wenn es manchmal total bekloppt ist, wie viele Leute auf einen immer einballern. Und egal, wo du hingehst, sind immer Leute da, aber das wird sich wahrscheinlich nicht ändern. Aber das bedeutet auch, wir haben auch immer was zu tun und immer Spaß und es ist immer lustig. Vor allen Dingen auch mit Renee und sowas, die jetzt gerade draußen wartet. Braves Mädchen. Und, ist ja gar nicht mein Hund. wir sehen uns dann hoffentlich wieder bei einer neuen Folge von Far Cry 5. Macht's gut, Leute. Bis dahin dann. Tschüss.